Herzensgrüße aus Mappenzellerland, ich bin Denise Antoinette Sondrecker und ja, da bin ich wieder. Es hat ein bisschen länger gedauert, du siehst es vielleicht hier noch. Ich hatte eine virale Infektion im Mai und das hat dazu geführt, dass ich mich ein bisschen zurückgezogen habe und mich vor allem auf das fokussiert habe, was gerade wichtig war. Ich will jetzt nicht sagen, Videos waren nicht wichtig, überhaupt nicht, aber es war für mich eine Zeit, in der ich nicht so viel tun konnte. Das heißt, ich habe viel Audios gehört. Ich konnte nicht gut am Bildschirm arbeiten, maximal eine Stunde pro Tag, was nicht so wahnsinnig viel ist. Das reicht gerade, um meine Kundinnengespräche zu führen. Und es war eine sehr, ich sage mal, lehrreiche Zeit, die ich nicht missen möchte. Und ich möchte dir noch eine kleine Anekdote dazu erzählen. Ich bin ja in einer astrologischen Weiterbildung schon seit einiger Zeit bei Vanessa Corazon. Und ich habe, das ist immer jede zweite Woche ein Call und Hausaufgaben, die konnte ich immer machen. Und beim Call habe ich dann einfach meine Kamera ausgestellt und beim ersten Mal habe ich mich kurz gezeigt, weil ich hatte so Augen. Also es sah so aus wie ein verlorener Boxkampf mit Henry Maske. Und da wollte ich mich nicht unbedingt zeigen, insofern nicht wegen mir. Meinen Anblick daran habe ich mich gewöhnt, aber wollte ja nicht die anderen erschrecken. Und Vanessa hat da gesagt, ja, darf ich mal in deinem Horoskop nachschauen? Und dann fängt sie an zu lachen und sagt, das ist spannend. Ich hatte nämlich im Vorfeld erzählt, dass ich mich fühle wie Harry Potter. Der hat ja auch eine Markierung auf der Stirn. Bei mir ist es ein bisschen näher beim Auge und das war das, was es ein bisschen gefährlich gemacht hat. Darum musste ich länger Ruhezeiten einschalten, als das eigentlich normal der Fall wäre, weil einfach das Risiko bestand, dass dieses Auge infiziert, angesteckt, entzündet wird und das wäre nicht so eine tolle Geschichte gewesen. Das ist alles gut überstanden, aber ich habe dann eben einen Witz gemacht. Ich bin jetzt Harry Potter und ich bin jetzt diejenigen, die Business Marketing und Astrologie, Spiritualität und Medialität zaubert. Und dann schaut sie in mein Horoskop rein, eben beginnt zu lachen und sagt, das ist unglaublich, dass eine Konstellation, der Uranus sitzt bei dir genau über dem Aszendenten. Der Uranus steht auch für Elektrizität und für Überraschungen, und zwar sehr, sehr kraftvolle Überraschungen. Und auf der anderen Seite steht eben dein Aszendent, das ist der Stier, für das Gesicht. Und diese Konstellation gibt es alle 83 Jahre. Da habe ich gefunden, doch, da habe ich das jetzt auch abgehäkelt in meinem Leben. Du siehst, ich kann es heute mit einer gesunden Portion Humor nehmen. So am Anfang war es schon sehr seltsam, gar nicht mehr zu tun, überall eingeschränkt zu sein und eben auch zu überlegen, was ist jetzt gerade wichtig und was eben nicht. So, und ich habe mir gedacht, also ich will jetzt nicht sagen, Videos sind für mich nicht wichtig, ich habe das immer mit Freude und Leidenschaft gemacht und es gefällt mir sehr gut. Es gab dann eben einfach diese längere Pause und ich habe mich auch nochmal so ein bisschen businessmäßig neu ausgerichtet, also es ist noch alles so ungefähr am gleichen Ort, also das heißt, bei mir geht es immer noch darum, eben die Energien, die natürlichen Energien von Sonne, Mond und Planeten so einzusetzen, dass wir sie eben im Business nutzen können. Und ich möchte das so ein bisschen unter dem Aspekt lieber smart statt hart arbeiten. Und das hat ganz viel damit zu tun, unsere Energien bewusst zu machen. Und bei mir war es so, dass ich eigentlich schon geplant hatte, eine Pause zu machen, allerdings nur 4 Wochen. Das hatte damit zu tun, dass ich genau in dieser Zeit, als ich krank geworden bin, eben ganz viel Energieplaneten im 12. Haus hatte. Und das ist immer Zeit für den Rückzug, Innenschau. Und bei mir hat es dann einfach ein bisschen länger gedauert. Aber wie gesagt, ich möchte mein Business so ein bisschen noch stärker, auch Medialität, Spiritualität, all das, was ich schon lange mache, aber was nicht so im Vordergrund steht, gestanden ist, eben kombinieren. Und ich habe mir dann überlegt, was ist denn ein guter Zeitpunkt, um wieder einzusteigen, weil eben, wie gesagt, Videos, die gefallen mir, das macht mir Spaß. Ich teile mein Wissen sehr gerne. Und du hast dich auch sicher schon daran gewöhnt, dass ich vor der Kamera nicht sehr perfekt bin. Das gehört genauso zu mir. Und darum kann ich mich jetzt auch mit dem so zeigen. Ich habe natürlich
in meiner Trickkiste einen grünen Stift. Da könnte ich das abdecken, mache ich auch ab und zu mal. Aber hier zeige ich mich so, wie ich bin. Du kennst mich und wenn du mich magst, dann freue ich mich. Und wenn ich überhaupt nicht deins bin, dann gehst du eben auch wieder raus. Und auch das ist eben gut so. Also, und ich habe bewusst diesen Zeitpunkt gewählt. Wir haben heute Nacht, also vom 2. auf den 3., haben wir Neumond in der Jungfrau. Und die ist insofern interessant, weil sie sehr vielseitig ist. Und ich weiß von vielen meiner Kundinnen, Unternehmerinnen, von Gesprächen, dass viele die Jungfrau gar nicht mögen und die überhaupt nicht sexy finden. Ich finde sie mittlerweile sehr, sehr sexy. Das hat damit zu tun, dass sie uns die Voraussetzungen für den Erfolg schafft. Und zwar bringt sie die Ordnung und Struktur in unser Leben und unser Business. Und immer dort, wo wir ohne Ordnung und Struktur sind, sollten wir genau hinschauen, im Privaten wie auch im Business drin. Und das vergessen wir immer wieder. Natürlich gehört auch da ein kluges Fundament dazu, das uns entlastet und nicht belastet. Und das gilt auch wieder für das Private wie auch fürs Business. Jetzt kannst du für dich so ein bisschen schauen, wo hast du vielleicht noch Potenzial für mehr Ordnung und Struktur, weil das gibt dir eben nachher den Raum für Kreativität und neue Möglichkeiten. Denn immer dann, wenn ich was suche, investiere ich ja Zeit, die ich für etwas anderes brauchen könnte. Der Neumond in der Jungfrau ist insofern deswegen auch interessant, weil es den Aspekt Gesundheit beinhaltet. Wir haben ja diese Konstellation Jungfrau, sechstes Haus und Merkur, und zwar hier nicht Schwerpunkt oder Fokus auf der Kommunikation, sondern auf der Heilung. Und ich sage da sehr, sehr gerne auch immer wieder, auch Worte sind Heilung. Das bedeutet eben, dass wir dort, wo wir Worte als Waffe einsetzen, verletzen und dort, wo wir Worte bewusst einsetzen, eben heilen können. Und ich bin der Meinung, dass wir viel mehr auf Worte und auch Gesten, liebevolle Gesten setzen sollten, um eben auch diese Jungfrau-Qualität ins Außen zu bringen. Und das beginnt auch damit, dass wir eben auch liebevoll mit uns selber umgehen, liebevoll mit uns selber kommunizieren und uns in unseren Selbstgesprächen nicht fertig machen, sondern uns eben aufbauen, motivieren und inspirieren. Ich bin nach wie vor der Meinung, wir sind unser eigener Guru und entsprechend sollten wir uns auch mit uns reden, sodass wir wachsen können und nicht kleiner werden. Also, wie gesagt, wir kommen in den Neumond der Jungfrau. Das ist immer ein Moment Neubeginn. Darum bin ich jetzt auch wieder hier. Und das ist immer die Chance, etwas Neues anzufangen. Und wir haben jeden Monat die Möglichkeit, neu anzufangen. Und es gibt dieses, ich bin jetzt zu alt dazu, das gibt es nur für ganz, ganz wenige Dinge. Für den Rest entscheiden wir, ob wir neu beginnen wollen und diesen Monat eben Fokus wirklich darauf halten und überleg dir immer mal wieder, wo habe ich vielleicht noch Potenzial für mehr Ordnung und Struktur, weil wenn ich mehr Ordnung und Struktur habe, schone ich meine Ressourcen, habe Zeit für mehr, zum Beispiel Zeit für mich selber, für Persönlichkeitsentwicklung, für spirituelle Entwicklung, für die Verbindung zur Geistenwelt, was auch immer dir in den Sinn kommt. Und glaub mir, als ich Zeit genug hatte da, weil ich einfach nicht so viel gearbeitet habe und ich bin jemand, der unglaublich gerne arbeitet. Also es ist nicht so, dass ich geprügelt werden muss zur Arbeit. Im Gegenteil, ich freue mich einfach immer, wenn wieder Montag ist. Ich arbeite auch manchmal am Sonntag, wenn mich etwas inspiriert, aber ich versuche dann das auch immer wieder so auszugleichen, dass ich eine gesunde Balance habe zwischen Privat und Business, weil als Solopreneurin ist das ein bisschen die Herausforderung, dass eben dieses Selbst und Ständig, das kennst du ja. Und da, ich möchte einfach auch genug Raum für meine Persönlichkeitsentwicklung. Und die ist erst abgeschlossen am letzten Tag meines Lebens. Und bis dorthin möchte ich jeden Tag noch was verändern, dazulernen. Und nicht, weil ich mich nicht gut finde, sondern weil ich mit Potenzial weiterentwickeln möchte. Also die Jungfrau ist dazu extrem gut geeignet
Und wenn du magst, kannst du dir auch überlegen, die Jungfrau steht auch für diese Rituale, ob du für dich ein kleines Ritual initiierst über die nächsten Tage in der Jungfrauenergie oder über längere Zeit. Auch da wieder gibt es ganz viele Menschen, die fühlen sich dann von einem Ritual eingeschränkt. Ich sehe das so, ich mache ein Ritual und wenn ich das Gefühl habe, jetzt ist wieder gut, dann lasse ich es weg und frage dann auch gerne mal die geistige Welt nach einem neuen Ritual oder manchmal mache ich gar nichts. Ich lasse mich da immer so ein bisschen führen, inspirieren und motivieren, gerne auch von der geistigen Welt, von den Zeichen, die sie mir gibt und eben auch den Botschaften. Ich wünsche dir einen guten Neubeginn im Zeichen der Jungfrau, freue mich über Kommentare, freue mich natürlich, wenn du auch weiterhin mich abonnierst oder jetzt neu abonnierst. Ich werde jetzt wieder eine Zeit sicher präsent sein. Das heißt nicht, dass ich permanent über die nächsten 10 Jahre auf YouTube sein werde, sondern ich bin immer der Meinung, wir können dann smart arbeiten, wenn wir eben auch den Energien entsprechend arbeiten. Und ich habe für mich dieses Chart, ich habe mir da alle Farben, da siehst du die Farben und das sind die wichtigsten Planeten, Sonne, Mond, Merkur, Venus und Mars drin. Und da sehe ich, wenn ich in einem Wasserhaus bin, vor allem im 12. Haus, da werde ich mir auch in Zukunft erlauben, mich zurückzuziehen, wenn ich das Gefühl habe, es ist wichtig für mich, weil ich eben davon überzeugt bin, das ist der richtige Ansatz, wie wir arbeiten sollten, nämlich in unserem eigenen Energiezyklus. Und wenn du selber sagst, oh, das möchte ich gerne mal für mich machen, dann melde dich gerne, dann schicke ich dir den Link, wo du das bei mir buchen kannst. In diesem Sinne wünsche ich dir eine schöne Woche, eine gute Zeit, viel, viel Spaß mit Ordnung und Struktur, weil uns das Leben definitiv erleichtert. Und ich schicke dir ein von Seele und Herz kommendes Tschüss, mach's gut.